Ja, hallo, dann herzlich willkommen hier im Nachmittagsprogramm der Froscon 13. Ja, als nächsten wunderbaren Talk soll es darum gehen, mitmachen Open Source Projekten, wenn ich mitmachen möchte, wenn ich Patches einreiche und diese halt rejected werde. Warum werden die rejected? Was kann dazu führen? Ralf Lang von dem Froscon-Sponsor B1 heute hier und wird uns dazu ein paar Sachen erzählen. Und deswegen würde ich sagen, viel Spaß mit dem Vortrag und Applaus für Ralf Lang, bitte. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich jetzt auf den Sonntagnachmittag tatsächlich Hörer hier in den Saal trotz der Sonne überzeugen konnte. Ich möchte drüber reden, Patch rejected, wie kommt es dazu, dass Verbesserungen an Software zunächst abgelehnt werden? Ich werde darüber sprechen, was ist überhaupt der Prozess, in dem typischerweise Patches, Softwareverbesserungen eingereicht werden bei einem Upstream-Projekt. Was kann dabei typischerweise schiefgehen? Ich habe mir 12 typische Fälle rausgesucht, auch mit Beispielen hinterlegt. Die in Anführungszeichen Opfer der Beispiele haben auch alle zugestimmt, dass man das zeigen darf. Wird keiner irgendwie blamiert. Und möchte Ansätze zeigen, wie man damit umgehen kann. Im Kern darf man eben nie vergessen, auf der anderen Seite sitzen Menschen, die das entweder in ihrer Freizeit machen oder möglicherweise zwar als Teil ihres Berufes, aber nicht mit Fokus auf genau dem Problem, das derjenige, der den Patch einreicht, da mit der Software hat. Und dass man fair miteinander umgeht, auch verstehen lernt, warum denn der andere möglicherweise nicht so begeistert zuschlägt, wenn ich was einreiche. Zunächst, wir sind ein bisschen verteilt im Raum, würde ich gern mal nachfragen. Wer von euch hat, vielleicht mit Handzeichen, wer von euch hat schon mal einen Upstream-Patch versucht einzureichen? Doch ungefähr die Hälfte, würde ich sagen. Bei wem hat es beim ersten Versuch geklappt? Weniger als die Hälfte, wenn ich das zusammenfassen darf. Ist kein Wunder, ging mir auch so. Und darüber wollen wir reden. Kurz Vorstellung der B1 Systems, der Firma, für die ich arbeite, ist im deutschsprachigen Raum eigentlich inzwischen eine feste Größe im Linux- und Open-Source-Umfeld mit Standorten, unter anderem in Dresden, Berlin und hier in der Nähe in Köln und natürlich in Rockholding, unser Headquarter in Bayern. Wir sind unabhängig von Software- oder Hardwareherstellern. Wir sind da von niemandem gekauft sozusagen. Hier mal eine hübsche Wolke mit verschiedenen Schwerpunkten aus dem Systemmanagement-Bereich, Cloud-Bereich, Monitoring, ja, IT in groß, wenn man so will. Wir machen aber durchaus auch Softwareentwicklung, Open Source, Closed Source, am liebsten natürlich Open. Und sind auch in den Communities sehr präsent. Das soll es zur Werbung gewesen sein. Die Webseite findet man mit Google. Einstieg in das Thema. Kurz ein paar Begriffe erklärt, über die wir hier reden wollen. Vielleicht kommen ja manche noch nicht aus dem Kern der Softwareentwicklung. Was ist überhaupt ein Patch? Ein Patch im Zusammenhang unseres Vortrags ist eine Änderung, die wir an einer Software einbringen wollen. Und wir wollen im Rahmen des Vortrags nicht unterscheiden, ob es darum geht, einen Fehler zu beseitigen, einen Bug oder ein unklares Verhalten irgendwie zu schärfen oder ob es andersrum darum geht, eine neue Funktion, eine neue Teilfunktion einzubringen in ein Programm. Für uns, für diesen Vortrag, ist beides jetzt erstmal ein Patch. Und dann gibt es die Begriffe Upstream und Downstream, die für uns noch wichtig sind. Was ist Upstream? Upstream ist sozusagen die autoritative Quelle, an der die Software verwaltet wird, typischerweise eine Community, ein Verein, eine Firma, die die Software an einer zentralen Stelle anbietet und auch Änderungen entgegennimmt. Was ist dann Downstream? Das Gegenteil.
die Software, so wie sie bei Upstream vorhanden ist, wird genommen, wird modifiziert von einer anderen Partei, beispielsweise eine Linux-Distribution oder eine andere Form von Repository, wo die Software angepasst wird an das Ökosystem, für das sie bestimmt ist. Wenn ich beispielsweise den AddDaemon, den kennt, glaube ich, jeder alte Unixer und jede moderne Linuxer, außer wenn er nur Systemd verwendet. Wenn ich den AddDaemon habe, dann sieht der bei Debian oder bei SUSE ein bisschen anders aus als im Upstream-Repository, ist eben an die Gegebenheiten der Distribution angepasst. Dann haben wir den Begriff des Forks. Ein Fork ist eine eigenständige Kopie der Software, die Änderungen enthalten kann. Wir sprechen vom Fork im Rahmen des Softwareentwicklungsprozesses. Wenn ich eine eigene Kopie des Repositories erstelle, Code verändere, Dokumentation auch verändere. Und wir sprechen im weiteren Sinne von Fork, wenn wir dauerhaft Software abkoppeln von der bisherigen Upstream-Stelle und eigenständig weiterentwickeln. Dann haben wir den Pull-Request. Beim Pull-Request geht es um die Anfrage an das autoritative Repository, an den Upstream, unsere Änderung aufzunehmen. Und wir haben den Begriff des Core-Entwicklers hier im Vortrag. Das ist eben die Person oder die Gruppe von Personen, die sich hauptsächlich mit dieser Software beschäftigt, die oft den Großteil selbst geschrieben hat oder zumindest verwaltet. Im Gegensatz zu Leuten, die kleinteilige Änderungen fallweise einbringen, eben die Patches. Wie sieht das typischerweise aus? Wir wollen mal durchgehend denjenigen, der den Patch einreicht, Alice nennen und den Upstream-Entwickler Bob. Einfach damit wir es uns ein bisschen vorstellen können. Alice hat also einen Fehler in der Software gefunden oder eine unklare Stelle in der Dokumentation oder gemerkt, das Programm ist eigentlich nur nützlich, wenn noch der Schalter XY dazukommt, der die Funktion ein bisschen abwandelt, fallweise. Und Alice geht also zu dem Upstream-Repository hin, erstellt einen sogenannten Fork, hatten wir ja gerade gesagt, von diesem Upstream-Repository, holt sich also eine eigene Kopie von dem Software-Code, um diese eigene Kopie zu bearbeiten. Alice ist glücklich, für sie funktioniert diese eigene Version der Software und möchte etwas an die Open-Source-Community zurückgeben, an die Upstream-Entwickler und stellt diese Änderungen dem Upstream-Entwickler bereit. Heutzutage läuft es häufig über diese Pull-Requests, das heißt über ein automatisiertes Verfahren, wo man dann auf einer Plattform wie GitHub oder auf einem GitLab-Server die Änderung in einer Form bereitstellt, dass derjenige die sehr gut sichten kann, sehr gut sieht, was wurde geändert, auch kommentieren kann, was er davon hält, welche Kritik er möglicherweise daran hat. Klassisch, früher war das so, dass man diese Patches als E-Mail in einem speziellen Format, als Diff, als Änderung gegenüber dem Original bereitgestellt hat. Das ist heute nicht mehr so gängig, nicht mehr so üblich, es passiert auch noch, ist weniger komfortabel. Gut, also Alice hat jetzt dem Upstream, dem Bob, ihre Vorstellung weitergegeben, was sie gern geändert hätte. Und Bob schaut sich jetzt den Patch an und typischerweise hat er Kritik. Also es ist gar nicht so leicht, einen Patch so zu schreiben und zu veröffentlichen, dass es keine Rückfragen, keine Kritik gibt. Core-Entwickler Bob lehnt jetzt wegen seiner Kritik diesen Pull-Request ab oder bittet um Nachbesserungen. Wenn wir uns Mühe gegeben haben, etwas eingereicht haben, was augenscheinlich für uns funktioniert, und dann treffen wir auf Ablehnung,
sind wir natürlich verärgert. Wer ist das nicht? Im Stolz gekränkt. Wir wollen damit konstruktiv umgehen. Was kann Alice machen? Alice nimmt sich die Kritik irgendwie zu Herzen, baut irgendwann eine verbesserte Version und sendet diese wiederum ein. Der Core-Entwickler Bob schaut sich diese veränderte Version an, kennt auch schon den Verlauf dazu und entscheidet, ob das jetzt gut genug ist, um upstream aufgenommen zu werden oder ob weitere, möglicherweise neue Mängel bestehen. Das Ganze geht jetzt so lange weiter, bis entweder einer keine Lust mehr hat, das wäre fatal, dafür sind wir nicht hier, oder Alice und Bob sich einigen, Bob nimmt den Patch an, bedankt sich bei Alice, die Welt ist wieder ein Stück besser geworden. Was für Leute sind es, die Pull-Requests senden? Natürlich die Core-Entwickler selbst, wenn sie sich diesem Regime unterwerfen, gegenseitige Qualitätskontrolle machen, dann werden sie typischerweise auch über diesen selben Workflow Softwareteile verändern, insbesondere in verteilten Teams und insbesondere, wenn derjenige, der den Patch schreibt, möglicherweise nicht hauptsächlich in diesem Teilbereich tätig ist, sondern vielleicht zufällig darüber gestolpert ist, dass er da was ändern muss. Dann eine weitere große Kraft sind die Distributionsentwickler, beispielsweise OpenSUSE, beispielsweise Fedora, Debian, Ubuntu, wir kennen sie alle. Die Leute, die die Downstream-Versionen der Pakete verwalten, kriegen Bugs gemeldet oder handeln aus eigener Initiative, entdecken beispielsweise ein Sicherheitsproblem, bauen einen Patch und das Geschäft des Distributionsentwicklers ist dann gut, wenn er den Patch schnellstmöglich zu Upstream kriegt, der Patch also in die Originalsoftware einfließt und weiter keine Arbeit mehr macht für den Distributionsentwickler. Je mehr Downstream-Patches man ansammelt, umso teurer, umso schwieriger wird das Verwalten eines Pakets für die Distribution. Deswegen sind die scharf drauf, möglichst viel, wenn es denn geht, nach Upstream zurückzugeben. Dann haben wir die eigentliche Zielgruppe jeder Software, die Administratoren und die Benutzer. Je nachdem, welcher Typ Software, also Softwarekomponenten für den Server typischerweise, die Administratoren, die Veränderungen, Verbesserungen, Kritik an Software haben. Bei Desktop-Software häufig der Benutzer, der zumindest den Bug meldet. Auch das ist viel wert, auch wenn er die Lösung noch nicht hat. Und alle möglichen Firmen, die die Software einsetzen, bauen entweder aus eigenem Antrieb, aus Geschäftsinteresse, aus Kundennachfragen Erweiterungen und geben die möglicherweise an Upstream weiter. Klassisches Beispiel, hunderte Firmen sind in irgendeiner Form am Linux-Kernel beteiligt. Ja, Firmen können sich auch externe Consultants einkaufen, um bestimmte Problematiken mit einer größeren Standardsoftware zu bewältigen und Teile dieser Software können sie auch upstream zurückgeben. Oft wollen sie das auch nicht, aber wir freuen uns, wenn sie das wollen. Auch das ist im Sinne des Open-Source-Gedanken. Und wir freuen uns darüber. Was ist jetzt eigentlich die Motivation des Upstream-Entwicklers, diese ganzen Runden mit uns zu gehen? Warum nimmt er nicht einfach unsere Verbesserung, ändert sie so ab, wie sie ihm gefällt und erspart mir diese Kritikrunden? Erster limitierender Faktor, keine Zeit. Es ist Wahnsinn, für wie viele Sachen man keine Zeit haben kann im Leben. Typischerweise will der Bob an der Software die Dinge entwickeln, die ihn interessieren und nicht die Dinge, die du interessant fandest, die Alice interessant fand. Typischerweise bekommen die Kernentwickler von sehr vielen verschiedenen Leuten Anfragen zu ihrer Software und müssen sich mit allen irgendwie befassen und die Software weiterentwickeln in ihrem eigenen Sinne, auch im Sinne der Architektur. Vielleicht interessiert es sie einfach gar nicht, das Problem. Es betrifft sie nicht. Sie haben einen anderen Fokus auf die Software als der einzelne Entwickler, der die Verbesserung einreicht.
Umgedreht ist die Hoffnung natürlich auch immer mit der Kritik, die Einreicher der Patches zu befähigen, von sich aus bessere Patches zu schreiben, selbst bessere Entwickler zu werden, dazu zu lernen. Und es gibt natürlich auch den Fall, wo man ein Auge zudrückt und sagt, ja, die Kleinigkeit ändere ich jetzt noch selber, dafür leiste ich mir jetzt keine Diskussion mit einer neuen Runde, die ich mir dann angucke. Also es ist auch immer eine Frage der Fallhöhe. Aber das ist eben manchmal. Jetzt wollen wir ein paar typische Gründe anschauen, warum denn Softwareänderungen abgelehnt werden. Grund 1, ganz formal, Coding-Standards und Einrückungsregeln. Wen hat das schon mal getroffen? Mal vielleicht Hände? Einer, zwei, viele? Nee, doch nur drei. Ja, also sieht erstmal banal aus. Worum geht es überhaupt bei Coding-Standards? Die Softwareprojekte haben typischerweise Regeln, wie Softwarecode zu formatieren ist, welche Idiome der Programmiersprache bevorzugt benutzt werden sollen, welche Ausdrucksformen man vermeiden soll, wie viele Leerzeichen soll ich verwenden, um einen logischen Block der Software einzurücken und so weiter. Wichtig ist dabei nicht so sehr, welche Regeln man befolgt, sondern dass man sie befolgt. Es lohnt sich da in der Regel kein Streit drüber. Typische Beispiele. Es gibt den One-True-Brace-Style oder auch West-Coast-Style. Und der Name sagt bereits, der einzig wahre, also gibt es mindestens noch andere. Das Gegenteil vom West-Coast-Style ist der East-Coast-Style oder BSD-Style. Ja, was soll man machen? Lesen, was das Projekt an Standards vorgibt. Wenn es keine Standards vorgibt, interpretieren, was man vorfindet am Code, möglichst nachmachen und sich dran halten. Ja, ich habe noch für weiterführende Coding-Standards aus der PHP-Welt zwei Beispiele aufgeschrieben, die über Einrückungsfragen hinaus bestimmte Vorschläge machen. Was kann man also machen? Man kann zum Beispiel seinen Editor anpassen, seinen Entwicklungsumgebung, dass er von Haus aus bestimmte Dinge so macht, wie es ein Standard vorschreibt. Sollen Einrückungen als Tab oder als Anzahl von Leerzeichen kodiert werden? Das kann man alles heutzutage mit Programmen erstens sich abnehmen lassen, das von Hand zu kontrollieren, und zweitens gibt es spezielle Linter oder Checker, die Source Code durchsuchen, ob sie diesen formalen Kriterien genügen oder nicht. Ist ja letztlich nicht viel anders als bei der Hausarbeit an der Uni. Auch da gibt es in der Regel formale Kriterien. Und wer die nicht erfüllt, der kann zwar fachlich recht haben, aber kriegt trotzdem Probleme. Grund 2, das Changelog. Was ist das Changelog? Es ist in der Regel ein menschenlesbarer Text, der die Änderungen gegenüber der jeweils vorherigen Version zusammenfasst. Dieses Changelog gibt es dann in der Regel als langes Protokoll, wo man dann eben über die Historie der Versionen Änderungen nachvollziehen kann. Sinn des Ganzen ist zum Beispiel, dass für die Sicherheitsarbitrage oder für das Herausfinden, wann ist denn ein Feature in die Software hineingekommen oder auch ein Fehler, dass man da ein Arbeitsmittel hat. Ist also auch für die Distributionsentwickler wieder ein sehr wichtiges Werkzeug. Und typischerweise muss man als Entwickler jetzt beachten eines Patches, schreibe ich das Changelog zusammen mit meinem Commit oder macht es upstream, nachdem es meinen Commit angenommen hat. Das ist unterschiedlich gehandhabt, unterschiedliche Kulturen. Man muss es eben richtig machen. Außerdem natürlich die Form des Changelogs, Präsens- oder Vergangenheitsform, mit oder ohne Punkt am Ende, mit oder ohne Referenz auf irgendein Ticketsystem. Einfach so machen, wie man es vorfindet. Ab einer gewissen Größe oder Fallhöhe, vor allen Dingen, wenn Features entwickelt werden, kommt in der Regel auch der Autor namentlich dazu. Und diese Changelogs
gibt es neben der reinen Plaintext-Form auch in Formen von Paketverwaltungen, die dann typischerweise als JSON-Datei, als XML, als YAML zur Verfügung stehen, zur weiteren Verarbeitung. Was kann man also machen? Ja, auch hier gilt es, die formalen Kriterien eben zu erfüllen, spätestens wenn es angemahnt wurde. Und wenn es keine Kriterien gibt, das nachzumachen, was man vorfindet. Und drei Unit-Tests. Unit-Tests fehlen entweder komplett für ein Feature oder vorfindliche Tests scheitern auf einmal. Halt. Was sind Unit-Tests? Unit-Tests sind dokumentierte Testfälle, die automatisiert von einer Testsoftware ausgeführt werden können auf einzelne Programmteile. Es geht also darum, einzelne Unterprogramme auf ihre Richtigkeit zu testen, ob sie bestimmte Erwartungen, die man an diese Unterprogramme hat, erfüllen, ob beispielsweise eine Komponente richtig rechnet, das erwartete Ergebnis oder die erwartete Form hervorbringt. Und diese Unit-Tests werden von vielen Projekten zwingend verlangt. Ziel des Ganzen ist, dass typischerweise in einer Continuous Integration Umgebung diese Unit-Tests automatisiert ausgeführt werden bei jeder Änderung an der Software und dem Entwickler sofort Rückmeldung geben, ob alle bisher gemachten Erwartungen an die Software immer noch erfüllt sind. Außerdem ist die Erwartung, wenn der Funktionsumfang steigt, die Komplexität steigt, dass die neuen Fälle auch mit Unit-Tests abgebildet werden. Was gibt es da typischerweise an Plattformen? Aus der Java-Welt kennen wir JUnit und in PHP PHP-Unit. In JavaScript kennt man eine ganze Horde an Tools. In Perl kennt man das TestMore. Man nimmt in der Regel die Testplattform, die im Projekt schon vorfindlich ist. Also es ist nicht sinnvoll, wenn das beispielsweise ein älteres Perl-Projekt komplett auf TestMore setzt, dass man ein komplett anderes Test-Framework dann für seine selbstentwickelten Tests hernimmt. Das wird in der Regel nicht akzeptiert. Ja. Was gibt es so für CIs in der Welt? Aus der GitHub-Welt kennt man Travis. Das kommt in dem gehosteten GitHub automatisch mit. Es gibt das GitLab CI, das zu dem GitLab-Produkt gehört. Jenkins als Standalone-Produkt ist sehr groß, hat auch eine lange Historie. Oder etwas moderner, Concurs. Und mit diesen CIs kann man auch ganze Pipelines bauen, vom Check-in der Software über verschiedene formale Tests bis hin zum Paketieren eines auslieferungsfähigen Produktes. Beispiel dafür, hier scheitert jetzt so ein Unit-Test, der Upstream-Entwickler Bob, der heißt hier Jonas, kritisiert das und man muss dann mit dieser Kritik in irgendeiner Form umgehen, wenn man seinen Patch haben möchte. Ja. Tests schreiben, Tools benutzen, die vorfindlich sind. Komplizierte Randfälle gut erklären, auch für die Nachwelt, nicht nur um den Patch jetzt durchzubekommen. Und manchmal ist es so, dass der Unit-Test, der den Bug nachweist, auch ohne die Lösung von Upstream gern gesehen ist. Da bleibt natürlich dann noch Arbeit für irgendwen zu tun, aber immerhin ist das ein Beitrag. Ja, ich habe schon gerade von Dokumentation gesprochen, überhaupt. Fehlende Code-Dokumentation ist ein absoluter Killer. Wie dokumentiert man Code in der Regel? Je nachdem, welche Programmiersprache, welches Ökosystem verwendet wird, gibt es de facto Standards. Also man kennt PHP-Doc als eine besondere Form von PHP-Kommentaren. In anderen Ökosystemen analog. Und diese Code-Dokumentation hilft den
Anwender beispielsweise einer Library besser zu verstehen. Erstens, wie ist sie zu verwenden? Zweitens, wie sind bestimmte Konstrukte gedacht? Ja. Also was ist der Sinn hinter einem möglicherweise schwer verständlichen Codestück? Und aus diesen besonders formatierten Kommentaren im Code lassen sich teilweise auch Referenzen, Nachschlagewerke automatisch erstellen. Und die lassen sich im Browser lesen als Hilfe zur Verwendung. Fehlt Dokumentation, liegt die Lösung auf der Hand, wir müssen sie eben schreiben. Ja, dann ein Fall, der einen besonders ärgern kann. Alice war zu langsam. Was bedeutet das? Nicht nur Alice ist allein auf der Welt, es gibt viele, viele Alices auf der Welt, die gleichzeitig möglicherweise die Software benutzen, die gleichen Mängel feststellen. Vielleicht eine Teilgruppe davon ist motiviert und in der Lage, Lösungen bereitzustellen. Und jemand anderes war jetzt schneller oder hat eine insgesamt bessere Version eingereicht. Was soll man tun? So ist im Leben. Hier ein Beispiel von einem Kollegen von mir. Er hat eine Änderung eingereicht und Upstream hat kommentiert, ja, die Änderung habe ich schon, sie ist nur noch nicht veröffentlicht. Vielen Dank trotzdem. Ja, was macht man in solchen Fällen? Hier auch noch ein Beispiel von mir. Änderung obsolet durch eine andere Änderung, die bereits passiert ist. Die Abbildungen sind teilweise schwer zu lesen. Man kann die Folien auch hinterher runterladen. Ja, erstens, man freut sich, das Problem ist gelöst. Zweitens, klar ärgert man sich, dass die eigene Lösung nicht die war, die letztlich auch veröffentlicht wird, die letztlich auch für die Nachwelt nachlesbar ist. Aber es lohnt sich nicht zu streiten. Die Entscheidung ist bereits gefallen und man möchte konstruktiv damit umgehen. Sechster Grund, ein Feature passt möglicherweise nicht zur Architektur der Software. Was könnte das bedeuten? Alice hat eine Funktion gebaut für die Software und die Funktion ist zwar hübsch für die Benutzer, aber sie passt nicht in die Struktur, in der die Software logisch gegliedert ist. Das heißt, für die weitere Entwicklung ist es eher ein Fremdkörper. Das ist wie so ein, ja, so eine Wucherung, die irgendwie sich nicht richtig anfühlt. Oder möglicherweise passt die Änderung zwar in das bestehende Konstrukt, aber dieses ist schon hinfällig, weil der Entwickler eigentlich schon an einer Neustrukturierung seiner Software arbeitet, andere Schichten einführen will. Also ein bisschen so ein Meinungsthema, also wenn man jetzt in ein Projekt basiert auf der BSD-Ecke rauskommt, die irgendwas für System-D einreicht, die passen einfach System-D aus völlig irrationalen oder rationalen Gründen, ist es dann auch, geht es dann auch in die Richtung, obwohl das jetzt für Linux total nützlich sein kann, zum Beispiel SSHD irgendwie System-D-Events rausschreibt, aber die BSD-Leute aus deren Ecke, das kommt, die sagen einfach, Pinguine verwendet man zum Heizen und wir wollen es nicht und so weiter. Also spielen da auch solche Erwägungen rein? Also ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen und es ist eine gute Frage, aber eigentlich würde ich mir den mehr im Diskussionsteil dann wünschen. Ich fasse kurz zusammen, du fragst, das ist natürlich was Subjektives, ob ein Feature oder eine Art, wie man Software baut, reinpasst in das Modell, das der Entwickler von der Software hat, der Kernentwickler. Das ist subjektiv, das ist... Ja, das sind ja, also ich meine gar nicht in seiner Software, sondern wenn es auf einer Mailingliste draufsteht, je weniger wir System-D verwenden, desto weniger Credits kriegt die Software und sie stirbt hoffentlich aus, deswegen wollen wir das Feature nicht. Also das ist ja, hat ja nichts mit der Architektur der Software zu tun. Ja, es fällt so ein bisschen in die Kategorie von dem Beispiel, aber ich hatte das Beispiel eigentlich ein bisschen anders gemeint. Ja, aber natürlich, der Kern ist derselbe, ob es jetzt eine Architekturfrage ist oder die Frage, dass man sich
mit einer Komponente verheiratet, die Upstream nicht will. Da haben wir nachher noch ein Beispiel dazu. Am Ende ist es so, auf der einen Seite sitzt der, der was will, und auf der anderen Seite sitzt der, na, ich will jetzt nicht sagen, dem es gehört, aber der an der Stelle sitzt, von der alle die Software holen bisher. Die Streitfragen kommen dann noch. Und da würde ich schon sagen, dass es zumindest ähnlich ist, ob es jetzt so eine fundamentale Meinungsverschiedenheit dazu ist oder eine Frage, in welchen Layer der Software gehören bestimmte Funktionalitäten. Ja. Und ja, ein Feature behandelt möglicherweise, das passt zu dir, einen Nebenaspekt der Anwendung. Die Systemd-Integration ist für den SSH-Dienst, also für einen Kommunikationsdienst, nebensächlich. Und je nachdem, ob er eben in einem System eingesetzt wird, wo es das überhaupt gibt, vielleicht sogar vollkommen irrelevant. Power Management fällt mir da zum Beispiel bei Desktops noch ein, ähnlicher Streitfall. Aber ja, letztlich ist es diese Fehlerklasse. Das Feature passt irgendwie nicht zu den Erwartungen der Entwickler an die Software oder an das Ökosystem der Software. Beispielsweise, jemand hat in eine Software die Möglichkeit eines Logins über ein zentrales Directory, über ein Nutzerverzeichnis fest eingebaut. Und man kann das jetzt wirklich leider nicht so gut lesen, aber das Ganze wird zurückgewiesen, weil man eigentlich gerade an einer Plugin-Architektur für Autorisierungsmaßnahmen arbeitet, wo man das als Plugin dann einreichen könnte. Ja. Wie geht man jetzt konstruktiv mit so einer Zurückweisung um? Ja, man fügt sich eben den Architekturerwarten, man baut etwas als Add-on, als Plugin oder als sonst wie integrierendes eigenständiges Teil und eben nicht in die Grundsoftware. Oder man wartet bereits geplante Umstrukturierungen ab, macht dann einen neuen Anlauf aufgrund der neuen Struktur. Das muss man auch immer, ja, unterscheiden, ob man den Aufwand treiben möchte. Manchmal gibt man halt leider auch auf. Grund 7, die Änderung ist zu speziell. Die Community um eine Software herum, die Kernentwickler, der Benutzer, jeder hat eine eigene Sicht auf die Software, was sie leisten soll, was ihr Zweck ist, ihre Abgrenzung gegenüber anderen Komponenten in der Welt. Und da kann es zu der Situation kommen, dass man eine für den eigenen Use Case, für die eigene Art der Benutzung sehr hilfreiche Änderungen einbaut in die Software, irgendeinen Schalter, und alle anderen sagen, aber das ist so spezialisiert, das ist für 99% der Benutzer irrelevant. Das ist, ja, aus Sicht der Gegner, sage ich jetzt mal, so wie so eine Warze, so was, was an die Software dran gewachsen ist, ohne dass man den Zweck erkennt. Und daraufhin lehnt der Core-Entwickler das ab. Typischerweise zum Beispiel hochkonfigurierbare Software, die bereits viele hundert Schalter besitzt, soll um noch eine Konfigurationsoption erweitert werden, um einen ganz bestimmten Anwendungsfall abzudecken, den es vielleicht bei einem Kunden gibt. Schwierig. Jeder Schalter kostet auch längerfristig Geld in der Wartung, in der Erhaltung. Es sei denn, man wirft ihn irgendwann wieder raus. Ja, was kann man machen? Man kann seine Funktionalität verallgemeinern, parametrisieren, für weitere Benutzerkreise interessant machen. Oder man entscheidet, das ist eben nicht für die ganze Welt. Das ist eben was, was ich brauche für meinen Kontext. Und hier könnte das Systemd-Beispiel auch behandelt werden. Ja? Also wenn man sagt, nur die Anbindung einer Komponente an eine andere, mit der sie ursächlich nichts zu tun haben muss, kann auch im Downstream-Fall, also beispielsweise in einer Distribution, die eben Systemd einsetzt, gebaut werden. In der Hoffnung, dass es vielleicht später upstream die Ansicht ändert oder eben dauerhaft. Bei Systemd ist es jetzt ein blödes Beispiel, weil es hat sich durchgesetzt. Dahinter geht es nicht mehr in den nächsten Jahren zurück, ob man das nun gut findet oder nicht. Auch hier ein Beispiel, der Add-Daemon.
nicht mehr ganz aktuell das Bild, aber die obere Hälfte der Dateien in der Paketierung des AddDaemon hier für OpenSUSE sind alles Downstream-Patches. Änderungen, die nur SUSE in ihren Paketen hat oder wer von SUSE ableitet. Änderungen, die nicht in der Originalsoftware sind. Pfadänderungen, Schalter, Dokumentation. Etwas technischer wird es bei Grund 8. Ein Patch passt nicht mehr. Was heißt passt nicht mehr? Wir hatten vorhin gesagt, Patches, Softwareänderungen beziehen sich immer auf den Originalcode, sei es jetzt mithilfe des Pull-Requests, sei es mithilfe der älteren, der Diff-Datei, die man sich per E-Mail hin und her schickt. Man hat viele Wochen an einer Änderung möglicherweise gearbeitet. Sie ist fertig. Man reicht sie upstream ein. Aber die Originalsoftware hat sich an dieser Stelle bereits verändert. Es sind neue Zeilen hinzugekommen in dem Bereich, in dem man Änderungen gemacht hat. Und das Delta passt nicht mehr auf das Original drauf. Die Versionsverwaltung kann die Änderungen unter Umständen nicht mehr mit dem veränderten Original zusammenbauen. Das ist ein sogenannter Merge-Konflikt. Und das passiert insbesondere bei Daten, die sehr strukturiert sind, XML-Dateien beispielsweise. Da ist das häufig, dass Änderungen, die gealtert sind, nicht mehr so gut passen. Auch hier wieder ein Beispiel, das das Ganze illustriert. Auch mit dem Hinweis darauf, wie man das Problem lösen kann. Man wird wohl eine weitere Runde machen müssen. Alice wird sich den neuen Originalcode holen müssen, wird gegen den neuen Originalcode ihre Änderung nochmal bauen müssen und upstream bereitstellen für die nächste Kritikrunde. Grund 9, Änderung ist zu umfangreich. Es ist so, insbesondere wenn man Features baut, die vielleicht auch größeren Entwicklungsaufwand haben, bedeutet das auch einen größeren Eingriff in den Code der Originalsoftware. Da haben wir zunächst das Problem, was wir gerade besprochen haben. Die Originalsoftware entwickelt sich inzwischen auch weiter. Außerdem muss der Upstream-Entwickler die Änderung verdauen können. Der muss sich am Stück Zeit nehmen, die Änderung durcharbeiten. Passt sie formal dazu? Passt sie systematisch dazu? Da ist noch kein einziger funktionaler Test passiert oder ob ihm die Farbe des Icons gefällt oder so. Aber je größer die Änderung gegenüber dem Originalzustand ist, umso schwerer ist es, erstens die Arbeitszeit zu finden, sie anzunehmen und zweitens auch die Akzeptanz dafür zu schaffen, diese Änderung anzunehmen. Und es ist tatsächlich so, viele kleine Änderungsschritte, kleinere Patches, weniger Codezeilen, weniger neue Knöpfe haben eine größere Chance, akzeptiert zu werden, als wenn man so quasi die neue Version einreicht mit alles in neu. Manchmal muss man das tun, manche Dinge sind komplex, aber man sollte es möglichst runterbrechen in sich geschlossene Einheiten, die man einzeln auch akzeptieren kann, die vielleicht auch voneinander losgelöst einen Sinn ergeben, auch wenn Teile vielleicht endgültig abgelehnt werden. Ja, große Änderungen, großer Kopfschmerz und möglicherweise, das kann auch passieren, ist der Core-Entwickler mit der ganzen Richtung einer größeren Änderung nicht einverstanden, dass sie eben in das bisherige Konzept der Software nicht reinpasst, möglicherweise den Fokus, den eigentlichen Anwendungszweck der Software verschiebt. Ja, das ist ein komplizierter Fall. Es gibt die guten Lösungen, die einvernehmlichen. Diskutieren, am besten so früh wie möglich mit der Entwickler-Community. Stößt mein Vorhaben auf Akzeptanz, möglicherweise bevor ich den Code vollkommen geschrieben habe, erstmal umreißen, was ist die Änderung, die ich bezwecke, was ist mein technischer Ansatz dazu, worauf muss man sich einstellen, Feedback auch einarbeiten und nach Möglichkeit sich einigen. Ein Zwischenschritt kann ein sogenannter Feature-Branch sein, das heißt, man hat
ein grundsätzliches Einverständnis. Man stellt das Feature integriert in die Software bereit, aber eben noch nicht in der allgemein gültigen Version, sondern in einem Abzweig, in dem man das Feature weiter bewerten, weiterentwickeln kann. Und möglicherweise kommt so ein Feature-Branch niemals in die finale Version, obwohl das Feature nützlich ist, obwohl es richtig funktioniert, sondern nur in einer speziellen Version. Das ist dann schon die Grenze zum nicht ganz so einvernehmlichen. Beispiel für eine einvernehmliche Version von so einem Spezialbranch sind die Enhanced Builds oder Feature Builds, die es gibt. Man kennt vielleicht DOSBox, Software, um ältere Programme auf modernen PCs laufen zu lassen. Von DOSBox gibt es einen Haufen Feature Builds, die bestimmte Benutzerkreise adressieren, die eben nicht für die Hauptversion gedacht sind und auch niemals upstream gehen werden. Dann gibt's, was gibt's zu sagen über die Lösungen, die nicht ganz so einvernehmlich waren? Ja, manchmal wird man eben nicht einig. Man hat einen sachlichen Dissens, der lässt sich auch nicht im Kompromiss lösen. Man kann einen sogenannten dauerhaften Fork der Software machen. Selbst also upstream für eine Geschmacksrichtung der Software werden, die sich unabhängig auch weiterentwickelt. Manche solche Forks kennen wir. Wir kennen MariaDB und MySQL. Wir kennen OpenOffice und LibreOffice. Wir kennen OwnCloud und NextCloud. Ich möchte in keinem dieser Fälle eine Bewertung abgeben, welcher der Gute und welcher der Böse ist. Inwieweit der Fork berechtigt war, ist es einfach so, beide sind am Markt Existenz, beide leben unabhängig weiter und haben ihre Zwecke und Hintergründe. Ja, hier ein paar Beispiele, wo man sich eben nicht einig wurde. Aus welchen Gründen auch immer, das will ich hier gar nicht weiter bewerten. Und ja, oft ist es aber auch so, dass solche Forks eingehen. Also viele Forks sind nicht dauerhaft erfolgreich, finden keinen Interessentenkreis oder der Entwicklerkreis, der hinter dem Fork steht, hat nicht dauerhaft die Möglichkeit und das Interesse, den weiterzuführen. Das passiert. Neue Abhängigkeiten oder sogenannte Code Duplication. Gerade bei großen Softwareprojekten, großen, komplexen Frameworks, gibt es zwei Probleme. Erstens, es gibt viele Teilkomponenten. Diese Teilkomponenten haben Abhängigkeiten von externer Software. Und jetzt kommt Alice mit ihrer Änderung, mit ihrem neuen Feature, vielleicht einer komplett neuen Library. Neues Feature, neue externe Abhängigkeit. Wird nicht immer gern gesehen. Wird manchmal auch diskutiert, warum gerade abhängig von dieser externen Basistechnik. Oder wir verwenden aber in einem anderen Teil des Projektes für einen ähnlichen Zweck eine andere externe Basistechnik. Kannst du es bitte auf diese umstellen? Ja, also das kann passieren. Oder das Projekt selbst stellt schon eine Komponente bereit, die beispielsweise für Fehlerbehandlung, für Logging, für was auch immer bevorzugt zu nehmen ist. Und als außenstehender Entwickler haben wir diese Komponente jetzt gar nicht bedacht, nicht gekannt und haben das gemacht, was wir immer machen. Logisch, ganz natürlich. Oder, schlimmster Fall, aus lizenztechnischen Gründen kann die von uns verwendete Komponente nicht zusammen mit dieser Software eingesetzt werden. Beispiel, hier hat jemand eine Änderung an einem Authentication-Mechanismus eingereicht, hat da unter anderem selbst eine Funktion zur Erzeugung eines Zufallspasswortes geschrieben und der Hauptautor kommentiert, das haben wir aber schon. Nimm bitte dieses. Ja. Hier ist die Adressierung des Problems ziemlich klar. Wir schreiben die Code-Teile um.
Alice nimmt das, was vorgeschlagen wird als Alternative, ob nun intern oder extern, und oder sucht, wir suchen selbst eine externe Alternative, die beispielsweise in Lizenzfragen kompatibel ist. Und dann wird eben wieder eingereicht und diskutiert. Überhaupt die Rechtsfragen. Gerade in größeren Softwareprojekten, wo vielleicht auch Stiftungen, Firmen, Institutionen dahinter stehen, gibt es mitunter Hürden zu bewältigen, bevor überhaupt irgendwelcher Code akzeptiert wird. Beispielsweise eine bekannte Cloud-Software akzeptiert Codes grundsätzlich nur, wenn man ein bestimmtes Rechtsdokument unterschrieben hat, ein Contributor License Agreement, entweder als beitragende Firma oder als Einzelperson. Mit diesem License Agreement sichert man bestimmte Rechtstatbestände zu oder tritt auch Rechte in gewissem Rahmen an das Projekt ab. Ja, dann gibt es Softwareprojekte, die grundsätzlich das Copyright über die geänderte Software haben wollen. Das ist auch nicht immer möglich. Und manche Softwareprojekte wollen einfach ein unterschriebenes Statement, dass man keinen Code verwendet, der Rechte Dritter verletzt, dass man auch nicht irgendwelche NDA-behaftete Komponenten eingesehen hat und so weiter und so fort. Muss man dann eben machen, sonst ist man raus. Hier Beispiel für so ein Contributor License Agreement. Der Text ist noch länger, es ist nur ein Auszug. Und ja, einzige mögliche Lösung, man muss eben die Bedingungen erfüllen oder man kann diesen Beitrag nicht leisten. Ja, schließlich als letzten Grund, bevor wir in die Diskussion einsteigen, ein allzu menschliches Problem. Bob hat einfach keine Zeit. Wie sieht es für Alice aus? Alice sendet einen Pull-Request an das Projekt ab mit den Änderungen und es passiert nichts. Keine Rückmeldung, keine Ablehnung, gar nichts. Alice versucht es später nochmal, versucht es vielleicht über den Chatraum des Projektes, über E-Mails, über angegebene Wege, den Autor der Software zu erreichen und es passiert nichts. Ja, wie sieht das Ganze von Seiten Bobs aus? Er hat eben keine Zeit. Möglicherweise entwickelt er die Software in seiner Freizeit neben der Arbeit her und das Leben ist grausam. Man ist mit allen möglichen Dingen beschäftigt und man kommt einfach nicht dazu. Oder man hat vorrangige Aufgaben in der Software, die dringend Zeit erfordern und der Patch fällt einfach hinten runter. Oder Bob interessiert sich möglicherweise für die Software, die er vor 10 Jahren mal geschrieben hat, nicht mehr so sehr, findet insgesamt keine Zeit, mit irgendwas an dieser Software noch umzugehen. Auch dies kommt halt vor. Mögliche Lösung ist natürlich ein großer Schritt nach vorn. Alice steht auf und bittet darum, das Projekt selbst zu übernehmen. Also das autoritative Repository, die Quelle selbst zu werden, von der man die Software bezieht. Gibt es die Möglichkeit, der Autor sagt ja, oder der Autor sagt ja, aber, oder man wird sich eben nicht einig oder es gibt eben gar keine Reaktion, Autor verstorben oder macht nichts mehr mit Computern, dann kann Alice immer noch einen Fork von der Software machen. Open Source Software lebt ja von dieser Möglichkeit und hat dann aber auch leider die komplette Software in der Verantwortung und muss sich dann mit lauter neuen Alices rumschlagen, die bei ihr, die jetzt Bob heißt, Änderungen einbringen wollen. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, nochmal
allgemein zur Herangehensweise an die Open Source Community. Erstens, wenn das Feedback auch noch so harsch ist und vielleicht in Form und Inhalt manchmal sehr verletzend, Kritik als Chance begreifen, Ansätze zu überdenken, dazu zu lernen und zu hinterfragen, ob das der richtige Ansatz war, den man gewählt hat. Lösungen nicht immer weiter aufzublasen, sondern die kleinstmögliche Änderung, die den Zweck erfüllt, von der Architektur her passt, wird wahrscheinlich auch am ehesten akzeptiert werden. Und wenn man sich gar zu sehr ärgert, nicht schreiben, nicht twittern, nicht reagieren, einfach mal eine Pause machen, sich sammeln, sich nochmal überlegen, was man eigentlich wollte. Und das war garantiert kein ausgedehnter Online-Streit mit jemand anderem, der es auch nur gut meint. So viel dazu. Vielen Dank für das lange Zuhören und jetzt würde ich gern euch hören. Fragen, Diskussionen, Anregungen. Nix? Ha! Ein Punkt. Jedenfalls nicht hat, macht es unglaublich schwer, dass Patches akzeptiert werden, weil derjenige es halt nicht testen kann. Ja, also. Genau. Also wenn natürlich der Core-Entwickler nicht die sachlichen Voraussetzungen hat, nicht die Hardware oder nicht in der Größe, um deinen Patch zu verarbeiten, dann ist das natürlich ein Problem, das man irgendwie kreativ lösen muss. Beispielsweise, du arbeitest an einer Virtualisierungssoftware und hast einen Patch, der ein Problem löst, der nur bei Maschinen über, was weiß ich, 4 Terabyte RAM passiert. Jetzt mal ganz hypothetisch. Ja, das Problem tritt nur da auf oder ist nur da relevant. Du hast den Patch, der Entwickler kann es nicht nachvollziehen, weil solche Maschinen sind wahnsinnig teuer, die hat man nicht mal eben auf Halde rumstehen. Ja, wie geht man damit um? Man kann natürlich den Entwickler einladen, wenn es denn möglich ist, auf der Plattform, auf der man selbst operiert, das Ganze nachzuvollziehen oder Testprotokolle einzusehen, in dem Rahmen, wie man das auch selber darf. Nicht immer darf man. Das ist ja ein zweites Thema, dass es dann vertraut ist. Also heißt, wer vertraut jetzt der aktive Entwickler, den wir in den Patch einreicht, oder kennt er den gar nicht? Wenn es jetzt irgendwie jemand ist aus einer Distribution, Paket-Maintainer, die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass der sagt, ja, okay, ich nehme es auch ohne, dass ich mich auf die Maschine eingeloggt habe, weil den XY kenne ich und der erzählt keinen Quatsch. Also Vertrauen ist ein schwieriges Thema, gerade wenn es um den Bereich geht, entweder performance-kritische Software oder Krypto-Software, wo es eben um Sicherheitsaspekte geht, wo man auch ich sag mal, die Integrität des Algorithmus durch eine Änderung sehr leicht verletzen kann, neue Schwächen einbauen kann, die man gar nicht beabsichtigt hat oder vielleicht doch. Vertrauen gegenüber dem Einreicher. Wie wächst Vertrauen? Ja, erstens darüber, dass man sich bereits kennt. Wenn der Einreicher schon Patches eingereicht hat, als unproblematisch bekannt ist, ist das natürlich eine andere Situation, als wenn jemand auftritt, den man noch nie gesehen hat, einem hier eine komplexe Änderung von dem Teil, den man vielleicht selber gar nicht so gut versteht, hinklatscht. Da wird die Kommunikation anders laufen. Andererseits, auch gute Entwickler, auch bekannte Entwickler, auch bekannt wohlweinende Menschen sind nicht immer im Recht. Auch weil jemand meistens richtig liegt, muss seine konkrete Änderung noch lange nicht richtig sein. Deswegen hat das Ganze Grenzen. Also je kritischer ein Softwareteil ist, umso genauer wird er angeschaut, unbesehen der Person. Umgedreht kann es ja jemandem passieren, der bekannt rüde auftritt, häufig schlampige Dinge einreicht, möglicherweise den Entwickler in einer vergangenen Diskussionsrunde zu einem anderen Patch schon böse angegangen ist, dass so jemand
besonders weit hinten in der Prioritätenliste bei den vielen, vielen Patches steht, die ausstehen. Selbstgewähltes Leid, so ein kleines bisschen. Aber das, also man kann nur durch vorgelebte Praxis, gute Praxis zeigen, dass man konstruktiv mitwirken will. Das löst aber nicht das Problem, dass jeder einzelne Patch für sich nach qualitativen Kriterien bestehen muss, gut formuliert sein muss, nachvollziehbar sein muss, nicht zu groß. Ja, mehr kann ich da gerade nicht zu sagen. Vielleicht noch andere Personen? Das stimmt. Ja, also die Frage war, oder die Bemerkung war, dass große Teams und große Firmen, also wo viel Manpower dahinter steht, leichter für einen Anfänger sind, den Patch durchzukriegen, als Teams, die sehr klein sind, wo die Community sehr begrenzt ist. Aus meiner Erfahrung stimmt es, ist auch nachvollziehbar. Ich glaube halt, die haben sich halt einfach Gedanken darüber gemacht. Also das ist halt der Unterschied. Also viele kleinere Software-Projekte entstehen halt bei, ich setze mich zusammen, wir trinken halt Bier, essen Pizza und schreiben halt eine Software und fangen halt damit an und wissen halt auch, wer halt auch Schmuddelkram und dann, genau was du vorhin auch gesagt hast, kommt jemand vorbei und sagt, hier, ich mache das mal besser, hier, ich mache das halt ganz und können halt all die Punkte, die du vorher aufgezählt hast, halt passieren. Ich habe eigentlich schon gar kein Interesse mehr dran, mich interessiert es eigentlich gar nicht oder ich schäme mich vielleicht auch für meinen Burger. Oder kommt da jemand um die Ecke, der ist halt genau das eigentlich gut meint und die Reaktion wird halt nicht so dolle sein. Wenn ich jetzt ein größeres Projekt habe, die vielleicht so groß sind, dass ich einen Community Manager habe oder was auch immer und sich von Anfang an Gedanken machen, wie können Leute halt hier mitwirken. Also gibt es ja gerade bei Größen, die ja wirklich so verschiedene Levels an Contributors haben, wo man genau auch dieses, also man hat halt so einen Aufstieg möglich oder sowas. Ja. Ja, das ist genau. Und es ist ein Unterschied, ob jemand persönlich in seinem eigenen Kopf die Zeit aufteilen muss zwischen ich entwickle das Feature, das ich will oder für das ich aktuell bezahlt werde und ich muss die allgemeine Qualität meiner Software aufrechterhalten und ich muss Kommunikation mit der Community betreiben, ob ich den Einzelnen nun mag oder nicht. Muss die Patches fachlich bewerten, muss mir die Kritik an meiner Arbeit gefallen lassen. Hier ein großes Projekt mit spezialisierten Leuten für die einzelnen Aufgaben, nenne ich es jetzt mal, oder die zumindest über die Zeit für eines den Kopf frei haben, sind auch eher aufnahmefähig für Patches von Dritten. Das stimmt. Das ist meine Erfahrung. Weitere Wortmeldungen noch? Nein? Dann vielen Dank.